Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Videoblogger Story. Mein Name ist Gardehol. Schön, dass ihr wieder dabei bist. Mein Name ist natürlich nicht, heißt nicht Gardehol, sondern ist Gardehol. Ja, wir laden das Video hoch. Profi Euro Truck, Profi Gamm. 100 Views 4, komm. Also irgendwie kriege ich kein Geld ran. So. Jetzt kommt die Monatsabrechnung. Okay. 5 Videos, 593 Views, 74 Subscriptions, 63 Dollar ausgegeben. Okay. Ich habe echt das Gefühl, dass ich jetzt nochmal einen Livestream machen sollte. Nochmal hier vom Eurotruck-Simulator, der kam ja bei mir auch mal ganz gut an. Und dann nehmen wir wieder Country-Musik. Und los geht's. Jetzt geht es wieder so langsam los. Ich fange wieder bei 10 Viewern an. Achso, ich kann hier unten noch zusätzlich die Knöpfe drücken. Eigentlich macht das ja der Basel. Und kaum frage ich nach Donations. Alter, nein. Oh. Das kommt davon. Ja, nur Geld geil ist, ne? Richtig Geld geil. Mm. Ja. Keine Donation und ach, du lieber Gott. Da bin ich wieder am Schlafen. So, gucken wir uns mal unseren Kanal an mittlerweile. Also hier ist ganz klar, woran das liegt, dass diese... Alter, guck dir das mal an. Ganz klar, warum hier das so ankommt. Und unser Kettensägen-Massaker hat im Moment die meisten Views, weil das ein Video ist, wo auch so die meisten Best Let's Player ever, wo wir uns auch die meisten Mühe mitgegeben haben. Und so ist es ja auch in der Realität. Ne? Also dieses ganze am Band produzieren will ich ja eigentlich gar nicht mehr. Lass uns nochmal so ein Video machen hier. Genre, Let's Play, Euro Truck Simulator, bla bla bla. Camera, Microphone, Clipmaker. Und dann machen wir mal hier Attraction. Und überraschen die Leute. Und mal ein schön langes Gameplay. Und da ist wieder hier, Kettensägen-Massaker. Alter, wie das klingt. Obwohl... Das ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt mit dem LKW rumfahre und dann kommt dann halt die Polizei angefahren und jetzt schießen die auf mich, weil ich nicht anhalte. Und das hatten wir schon. Eurotruck, Police, Verfolgung. Police Edition. Ich habe immer noch keine Werbung. Wie kann ich denn Werbung freischalten? 164, Views. Gut. Nächstes Video. Ich möchte ja nochmal hier diesen Tiger-Löwen-Bär-Simulator machen. So, und Löwe-Bär ist Attraction und Intelligence, ganz klar. Und Glück. Los geht's! Oh! Low quality of bla. Wie schlafe ich denn hier schneller? Also wie kann ich denn hier... Ja, die Katze schläft jedenfalls die ganze Zeit. Wie kann ich denn hier... wie kann ich denn dann da... Also, wie geht denn das? Ich muss doch dann irgendwo schlafen gehen können und sagen, dass er schlafen gehen soll. Aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr basic bis jetzt. Sehr simpel gehalten. Genauso wie mein Equipment simpel gehalten ist. Das Mauspad können wir ja aussuchen. Ich glaube, das war jetzt ein tolles Video wert.
Immer noch keine Werbung. Wie Straight to the Top? Hä? Na, das sieht jetzt aber nicht aus wie... Naja, gut, 3 Kommentare. Geld verdienen wir immer noch nicht damit. Und jetzt bin ich am Pennen. Ach so, ich habe Level 2. Ins Player Office. Ja, PR für Channels. Ja, machen wir mal. Pff, keine Ahnung, was da. 250 Abonnenten. Ach so, und ich bin auf Platz. Ja, you are here. Hm, Dankeschön. Ja. Nee, da geht's mir auch gleich viel besser. So, jetzt steigt hier meine Motivation wieder. Es scheint ja so, als wenn wir echt über Livestream Geld reinkriegen und anders nicht. Aber wie... Machen wir mal einen Sims-Livestream. Und die Musik dazu ist Dark Ambient. Und das Ganze kostenlos. Ich versuche mich gerade zu konzentrieren. Wie man vielleicht merkt. Hä? Oh, ich bin so schlecht manchmal. Nein! Und das ist auch immer noch in der richtigen, im richtigen Moment geschehen muss. Ich bin ja eh kein Freund von solchen Minispielen. Aber hier müssen wir es jetzt halt mal machen, damit da irgendwie ein bisschen Geld reinkommt. Weil irgendwie sehe ich im Moment noch keine andere Möglichkeit des Revenue-Streams, wie man so schön sagt. Keine Produktplatzierung, keine Werbung auf meinem YouTube-Kanal, was mich gerade ein bisschen irritiert halt. Jetzt müsst ihr eigentlich noch die Kommentare lesen. Ja, vielen Dank für deine Spende. Da bin ich gleich schon wieder hier ganz durch miteinander. Danke für deine Spende, sehr nett. Jetzt sieht man auch, was die populären Spiele sind. Eventuell sollte ich da auch mal ein bisschen drauf gucken, also welche Spiele populär sind und die dann spielen. Weiß ich gerade gar nicht. Aber wir fahren auf jeden Fall jetzt ordentlich Subscriptions ein. Wir haben auch schon eine bezahlende Subscription. Danke für die Spende, Clarissa Drake. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Und danke, Alicia. Lauter Alicias. Randolph, danke für deine Spende. Das hilft mir wirklich sehr. Dann kann ich mir nämlich noch einen Computer kaufen und bessere Videos produzieren. Vielleicht. Weiß ich nicht. So, wie? Wie? Oh. Wie? Ich bin so schlecht bei sowas. Top in everything, ja, das wollte ich hören. Es scheint sich aber auch auf jeden Fall gelohnt zu haben, dass wir das gemacht haben, während ich halt nicht müde bin. Können wir offenbar länger streamen und dadurch auch mehr Zuschauer. Wir haben jetzt 500 Zuschauer. Und 2 Abonnenten. Ich kann mir jetzt allerdings vorstellen, dass es für euch da draußen an den Empfangs- und Sendegeräten interessantere Dinge gibt, als das hier zu sehen. Also dieses Minispiel halt. Also dieser Stream ist auf jeden Fall ziemlich lang. Habe ich ja so einen ziemlich langen Stream. Und über 200 Zuschauer schon.
frage mich ja gerade, was in der Realität passieren würde, wenn man so ein Spiel wirklich streamt. Also so wie das jetzt aussieht, meine ich. Also hier wirklich dieses Tastenspiel. Ist das so Guitar Hero oder ist das, ne? Also die muss man doch auch irgendwie so, oder... Wisst ihr, was ich meine? Also welche, die Spiele, die auch so dieses Reaktionstastendings haben. Gut, bald ist der Stream vorbei und genau wenn diese Meldung kommt, dann verliert man immer einen Punkt. Das ist ein bisschen blöd. Nein! Komm, aber einen neuen Rekord kriegen wir hin, oder? Oh, 200, 400, 700, 800, 800. Ich glaube, ich höre auf mit YouTube. Ich verdiene nur 8 Dollar. Aus mir wird nichts. Mhm. So, direkt neues Video produzieren. Ne, wir sind immer noch nicht ganz fit. Ich glaube, da sollten wir noch einen Moment warten. Aber ich würde ja gerne wissen, wie kann ich denn dann hier irgendwie mich hinlegen oder irgendwas anderes machen? Jetzt kann es losgehen. So, Video, Genre, Let's Play. Löwe-Bär-Simulator. Hm. Humor, machen wir es mal lustig. Und... Surprise! Los geht's. Ich gebe mir ja Mühe bei den Videos. 150%. So, und das klingt wie die Raubkatze, die gerade im Flieger sitzt. Oder im Mixer, man weiß es nicht. Hallo? So. Und die Katze ist mal woanders. Jetzt ist die Katze hier oben auf dem Regal drauf. Da achte ich ja sehr aufmerksam drauf. ...187 Views, 3 Kommentare, 6 Daumen nach oben, 5 Daumen nach unten. Ja, also irgendwie komme ich mit meinen Videos nicht bei den Fans an. Vielleicht muss ich da auch mal ein neues Spiel, zum Beispiel The Sims, nochmal spielen. Oh, bei Sims auch ganz wichtig, Humor und Attraction. Und ein bisschen Überraschung. So, wenn wir produzieren, gucken wir uns mal an. Wir haben 445, haben wir gerade 301 Abonnenten, sind auf Rang. 32 Millionster Rang. Da ist halt LOL. Wenn man LOL in den Titel schreibt, kommt das eigentlich ganz gut an, offenbar. Ja, und das klingt nach Sims. Also, da sind wir gerade, ihr hört es im Hintergrund, wir sind im Garten. Und, gehen gerade im Teich angeln mit Handgranaten. Meine Kinder sitzen am Computer und spielen Call of Duty. So, 8 Dollar verdient, nichts ausgegeben, sehr schön, so kann es weitergehen. Ich brauche irgendwie einen Werbevertrag. Kann ich aber nicht. So. Gut, laden wir mal hoch. Ja, und würde ich sagen, ich erhole mich mal ein bisschen. Aber 217 Views schon. Kommen denn auch neue Spiele raus? Im Moment sieht das so aus, als wären das immer noch die gleichen. Bei den Devices könnte ich mir einen leicht besseren Computer kaufen, aber ich weiß im Moment nicht ganz, was das bringen soll. Ich spare ja auf den hier, aber das ist noch ein ganz schön weiter Weg. Hm. Also Stream PR ist mir klar, ne? Dann können wir halt Werbung für den Stream machen. Was waren denn die Kommentare auf meinem Video? Wir lesen doch mal die Kommentare. Brain in there, it's okay. Danke. What a pain, what a pain. Lure, oh oh. Come on. Help channel, we got a hill, ja. Why is he approaches the issue? Mhm.
keine Post. Ach, es ist alles traurig. Ja, und dann häng ich in meinem Sofa und tue gar nichts. Und die Katze liegt unter dem Tisch diesmal. So, direkt nächstes Video raushauen. Aber wir können im Moment nur Let's Play machen. Keine Ahnung, wie wir da nichts anderes machen können. Bis jetzt ist es auch pretty much basic. Deswegen würde ich sagen, ich spiele jetzt mal ein bisschen weiter, sodass wir vielleicht noch ein Level aufsteigen oder das Geld hier zusammen haben. Und dann sehen wir uns wieder. Denn ihr wisst ja, ich will euch nicht mit langweiligem Gameplay vor dem Ofen herholen. Das heißt, dass ich jetzt das mit euch jedes Video und möglichst alle Videos und vielleicht sogar zwei Videos auf einem Tag hochladen, möglichst alle Klicks abzugreifen. Nein, ich möchte euch bestmöglich unterhalten. Das geht nur, wenn ich jetzt auch wirklich ein bisschen vorankomme hier im Spiel. Deswegen, ich schaue mir das an und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn das heißt Videoblogger-Story hier. Und wir sind dann vielleicht hier ein bisschen weiter oder haben Geld für einen neuen PC und dann gucken wir mal. Also, bis dann, macht's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss!